Schon wieder versteckt. Stefan! Ich hab dir ein Eis mitgebracht, Stefan! Wo bist du denn? Stefan! Du sollst nicht umhauen. Ich kann Disziplin in ganz, ganz Boxen vergessen. Kapiert? Also, Boxen. Da, wunderbar. Okay, und stopp! Oh, und noch, weg. Ja, genau, und noch. Sag mal, seid ihr ganz und gar bescheuert? Was ist denn los? Was ist denn los? Steiners Junge ist verschwunden und ihr boxt hier. Ja, aber... Nix aber! Wenn er das erfährt, dann könnte er was erleben. Es ist Montag und wir... Ich verstehe nicht. Schluss! Aus! Der Arzt ist gerade bei ihr. Hätte ihr eine Spritze gegeben, sie braucht erstmal Ruhe. Ja. Wo ist denn der Zettel? Unten. Wahrscheinlich kennt er doch den Jungen, nicht? Ich meine... Warum meinen Sie das? Ja, weiß, wie er heißt. Hier, Stefan.
Ich weiß, Herr Steiner, ich muss jetzt irgendetwas sagen, was Sie tröstet. Dass wir den Jungen wiederfinden werden und dass wir den Täter kriegen werden, aber solche Prognosen, ich bin... Ja, ja, ist schon gut. Ich bin so fassungslos darüber. Ein Kind entführen, das ist nicht zu verstehen. Nichts. Niemand hat was gesehen. Haben Sie die Arbeiter in meiner Fabrik gefragt? Ja, natürlich haben Sie die Arbeiter gerade befragt, was? Natürlich. Die Spurensicherung wird gleich hier sein. Meier 2 und Wegener fragen weiter. Was noch? Die Post arbeitet an der Fangschaltung. Unsere Technik wird auch gleich da sein. Was heißt denn das? Mein Kind ist entführt worden. Ich will meinen Jungen wieder haben. Ja, tun Sie doch was. Das ist alles für Sie nur Routine. Günther? 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 Köster. Mensch, Roland, das Haus, das ist ja klasse. Das letzte Mal, als ich hier war, da war hier gar nichts. Da war eine Bretterbude und da hast du gewohnt. Das war vor 7 Jahren. Vor 8. Habe ich alles selber gebaut. Mit meinem Bruder. Also, ich habe dir ja viel zugetraut, Roland, aber das Haus, sag mal... Ist das nicht ein bisschen groß für dich und deinen Bruder? Ich werde wohl heiraten. Ach du meine Güte. Bald. Ich hätte Sie schon angerufen, weil ich hätte Sie bitten wollen als Trauzeuge. Sie und Herrn Steiner. Ich hätte mir denken können, dass da was bei mir landet. Die Entführung, meine ich. Ich habe nur nicht gewusst, dass Sie kommen. Warum hättest du dir das denken können? Gehen wir mal rein. Aber zeig mir erst mal einen Garten hinten, ja? Ah, das ist aber schön hier, Roland. Sag mal, wieso hast du gedacht, dass bei dir was landet? Na, so viele gibt's ja sicher nicht. Mit 8 Vorstrafen. Nee. So einfach mache ich es mir nicht, Roland. Sollst mich eigentlich kennen, du. Was ist denn das da? Stachelbeeren. Aber es dauert lange, bis sie tragen. Warum sind Sie gekommen? Na, weil du der einzige Mensch bist, den ich hier kenne. Und weil du bei Steiner arbeitest. Und weil ich gedacht habe, du hast vielleicht was gehört. Ein Gerücht oder ein Gerede oder so. Sag mal, hat er Feinde, der Steiner? Außer ihn ist Steiner der einzige Mensch, der mir wirklich geholfen hat. Ich finde das furchtbar, was passiert ist. Ja, das ist furchtbar. Sag mal, wie lange ist das her, dass ich dich zum ersten Mal erwischt habe? Das sind 23 Jahre. Da warst du 12. Da war ich noch beim Einbruchsdezernat. Ich hätte dich am liebsten mit nach Hause genommen, um auf dich aufzupassen. Du warst so ein lustiger Bub. Aber die wollten dich ja einen heimtun. Das war nicht zum Lachen. Nee, ich weiß, Roland. Ja, und dann bist du beinahe ein berühmter Boxer geworden.
Weißt du, dass ich dich bewundert habe? Ich möchte nicht darüber sprechen. Na, das sollte doch kein Vorwurf sein, Roland. Doch. Nein! Ich habe dir damals nie vorgeworfen, dass du die Schlägerei angefangen hast. Es waren 4 Mann. Und der Richter hat das versuchten Totschlag genannt. Und mich 2 Jahre eingesperrt. Wollen Sie nicht mit ins Haus kommen? Nein, ich muss wieder weg, Roland. Aber ich komme wieder, du. Und dann trinken wir zusammen einen Kaffee, ja? Tust du mir den Gefallen und hältst die Ohren offen. Und wenn du was hörst, rufst du mich an. Was macht denn übrigens dein Bruder? Danke, es geht ihm gut. Er ist zwar im Moment arbeitslos, aber es geht ihm gut. Das ist ja irgendwie anders als früher. Ja, es ist alles anders geworden. Mit den Jahren auch bei dir, wie man sieht. Ja? Wissen die Leute hier in der Nachbarschaft von deinen Vorstrafen? Niemand außer Herrn Steiner. Er hat mir damals Arbeit gegeben, als ich hierher gekommen bin. Mhm. Und deine Mutter, hast du die immer wieder gesehen oder deinen Stiefvater? Muss ich auch nicht haben. Nee, verstehe ich. Gut, Roland, komm wieder, ja? Ich bringe Kuchen mit und du kochst einen Kaffee, ne? Ich habe versucht, sie über Funk zu kriegen. Ich habe doch gesagt, wo ich bin. Aber der hat kein Telefon. Ich wollte ja auch nur sagen, dass die Technik steht. Braucht er nur noch telefonieren oder Brief schreiben oder kommen oder was weiß ich. Schauen Sie mich nicht so an. Ich fühle mich in so einer Situation genauso schlecht wie Sie. Es war kein Zynismus. Du kannst dich mal um die Vermögensverhältnisse von dem Steiner kümmern. Von Steiner? Ja, von Steiner. Möglich ist alles. Dann guck du mich nicht so an, als ob wir das zum ersten Mal machen. Ist aber schon ein bisschen spät dafür. Ja, bis morgen Vormittag. Und was noch? Was noch? Ja, das ist eine gute Frage. Und um die Vermögensverhältnisse von dem Roland Brückner. Warum? Ich weiß nicht, der hat ein bisschen sehr groß gebaut. Roland Brückner, den kenne ich doch. Ja, den kennst du. Ach ja, 2 Jahre wegen versuchten Totschlags. Ein guter Boxer war er. Wo ist eigentlich der Brenner? Brenner ist bei Steiner, Wegener ist nach Hause, Meier 2 sitzt im Revier. Die haben für uns 3 Wagen im Einsatz, aber keiner glaubt, dass das irgendwas bringt. Fahr mir mal nach. Furchtbar sowas. Ja, schrecklich, die armen Steiners. Ich bringe sie mal hinaus, beruhig. Mein Gott, wer noch sowas macht? Hast du noch irgendetwas gehört, Franziska? Vielen Dank, Frau Schuster. Schönen Abend noch. Wieso soll denn die Franziska davon wissen? Na, ihr Verlobter arbeitet doch da in der Fabrik. Kennen Sie nicht den Roland? Den Schwarzen. Ach, den. Natürlich kenne ich ihn. Aber ich wusste nicht, dass die verlobt sind. Vielleicht hat der Steiner recht. Und es war wirklich einer von ihr. Was wollen Sie jetzt von mir hören? Soll ich Ja sagen oder Nein? Ich weiß es nicht. Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen übertreiben? Womit? Wenn Sie hier bleiben. Ich habe dir doch gerade versucht zu erklären, warum ich hier bleibe. Außerdem brauche ich 30 Minuten von der Stadt hierher und von hier brauche ich zu Steiner 3 Minuten. Du, bitte. Hier sind meine Schlüssel. Bring mir doch morgen ein bisschen Waschzeug mit und Rasierapparat, ein paar Socken, ein Hemd, ja? Bitte, sei so gut. Soll ich auch hier bleiben? Nee, nee, fahr mal nach Hause. Du sag mal, kannst du dich an einen Fall erinnern, wo niemand was gesehen hat? Absolut niemand? Ich nicht? Nein, ich auch nicht. Also, dann gehe ich jetzt, ne? Gute Nacht, Gerd. Gute Nacht, Herr Köster.
Martin, ich sag dir mal meine Nummer durch, ja? Ich wohne hier im Hotel zum Hirschen. 472538, ja? Ich hab dem Wirt gesagt, er soll durchstellen, wenn er Schluss macht. Und ich rufe auch noch das Revier an, um denen zu sagen, wo ich bin. Ja? Danke, gute Nacht. Gute Nacht, Herr Köster. Wollt ihr nicht versuchen, etwas zu schlafen? Wenn jetzt der Anruf kommt, wo ist der Köster? Was macht er? Was hat er vor? Ich weiß es leider nicht. Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Und wenn ich Angst habe? Wenn ich nicht will, dass die Polizei dabei ist? Wenn ich Angst habe, dass dem Jungen etwas passiert? Wenn der merkt, dass die Polizei eingeschaltet ist. Herr Steiner, hier liegt ein Verbrechen vor. Das ist nicht nur Ihre Privatangelegenheit. Aber wenn ich nicht will! Herr Steiner, bitte. Sie müssen darüber mit Herrn Köster reden, nicht mit mir. Steiner? Herr Steiner, Ihre Schwester bleibt jetzt bei Ihrer Frau. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Ihre Frau hier bleiben kann. Vielleicht muss sie ins Krankenhaus. Ja, ist gut, danke. Gute Nacht, Herr Steiner. Die Tür war auf. Ich musste kommen. Ich wollte Ihnen sagen, dass es mir leid tut. Wegen Stefan und wegen Ihnen. Ich wollte mich entschuldigen wegen des Boxtrainings. Ich habe das doch nicht gewusst. Danke schön, Murat. Ich möchte irgendwas für Sie tun. Geh nach Haus. Du kannst nichts tun. Niemand kann irgendwas tun. Sind Sie in hierher versetzt worden? Das sind jetzt genau 5 Jahre her. Viele kenne ich. Die meisten vom Sportverein. Aber Ihnen ist nichts Besonderes aufgefallen, ne? Nee, nichts Besonderes. Wenn Sie irgendwas hören, ein Gerücht oder ein Gerede, sagen Sie mir das, ja? Ja. Ich muss alles wissen. So, jetzt machen wir dasselbe wie gestern. Wenn jemand nicht zur Arbeit erschienen ist oder wenn sich jemand krank schreiben lassen, dann sagen Sie mir das auch, ja? Ja. Gut? Ist in Ordnung. Hallo. Moin, Roland. Morgen, Herr Köster.
Haben Sie irgendwas erfahren? Nee, bis jetzt nichts. Hast du kein Auto? Doch, ein Japaner. Aber ich fahre meistens mit dem Fahrrad. Du warst gestern Abend noch bei Herrn Steiner, ja? Morgen, Erwin! Ja, ich war bei Herrn Steiner. Ich musste irgendwas tun. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Aber Herr Steiner ist sowas wie... Er ist ein Vorbild. Ein besonderer Mensch für mich. Obwohl er nur 10 Jahre älter ist als ich. Ja, ja, das verstehe ich schon, Roland. Sag mal, dein Bruder, kann der hier keine Arbeit haben bei Steiner? Im Moment geht das nicht. Im Moment ist alles voll. Nun geh mal, Roland, sonst kommst du noch zu spät. Wiedersehen, Herr Köster. Wiedersehen, bis dann. Der Roland Brückner war gestern Abend noch bei Ihnen. Ja, ja. Ein feiner Kerl, Roland. Und ein guter Arbeiter. Einer meiner Besten. Stefan mochte ihn auch sehr gern. Hat oft mit ihm gespielt, wenn er hier den Rasen mähte. Warum sagen Sie mochte? Stefan mochte ihn. Ich weiß nicht. Wie ist denn der Bruder, der Günther Brückner? Der ist doch von einem anderen Vater. Ja. Der Günther, der ist ganz anders. Er war eine Zeit lang bei mir als Lehrling beschäftigt. Roland hatte mich darum gebeten, dass ich ihn anstelle. Aber das ging gar nicht. Er hat zum Schluss sogar einen seiner Ausbilder verprügelt. Habe ich natürlich rausgeschmissen. Ja. Köster, ich möchte gerne etwas mit Ihnen besprechen. Ich habe mir das heute Nacht überlegt. Gehen Sie ran. Hören Sie, wie geht es meinem Jungen? Warum reden Sie denn gar nicht? Denken Sie, ich weiß nicht, wie das geht, so mit Fangschaltung und so? Also, wie gesagt, 1 Million Mark in alten Hundertern. Bitte geben Sie mir doch wenigstens ein Lebenszeichen vor meinem Jungen. Und Sie sollen ruhig sein. Dem Jungen geht's gut. Und noch was. Sollte bei der Geldübergabe die Polente dabei sein, können Sie das Ganze vergessen. Und Ihren Jungen auch. Klar? Ich hoffe, Sie verstehen mich. Ja, aber ich möchte doch nur... Hören Sie auf. Ich rufe Sie wieder an, wo ich das Geld hinhaben will. Fangschaltung anrufen. Gott, entschuldigen Sie bitte, hat da jemand telefoniert in der Zelle, da draußen?
vor 10 Minuten etwa, oder kürzer? Ich hab nichts gesehen. Sind alle auf dem Feld, ich bin ganz allein. Ja, ist ja klar. Ich hätte gern eine Brezen. Brezen? Mhm. Brezen sind aus. Was? Ja, da sind doch welche. Hä? Na ja, da sind welche. Sie sind doch hier geboren. Wo würden Sie sich verstecken? Verstehen Sie mich recht, angenommen, Sie müssen sich verstecken. Wo hier im Gelände würden Sie das tun? Hier. Wir fahren genau am Rand entlang. So schwer zugängliches Gelände, stark versumpft. Wald, viel Unterholz, Haufen Sumpflöcher. Ja, da gibt's viele davon. Gib mal her. Wen? Wen denn? Herrn Millinger. Herr Millinger, bitte. Hier sind Sie alle blind. Ja. Na, Moment. Köster? Jawohl, Herr Millinger. Verzeihung, Herr Millinger. Ich brauche jetzt doch einen Großeinsatz. Nein, ich will ein Sumpfgebiet abriegeln lassen. Nein, nicht durchkämmen. Erst mal einen Ring drum ziehen, ja? Also, danke schön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich glaube, die schwimmen ganz schön. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Rück mal. Ich habe drüber nachgedacht, was Sie mich gefragt haben. Was habe ich dich denn gefragt? Warum niemand was gesehen hat. Warum wir keine Zeugen haben. Und warum haben wir keine Zeugen? Weil, wie soll ich das jetzt sagen? Die Leute leben hier anders als bei uns, mitten in der Stadt. Es war gerade Mittagszeit, da sind die hier alle im Haus. War nicht so gut, was? Das war nicht so gut, ne? Aber es war auch nicht so schlecht. Und? Sonst hast du mir nichts zu sagen. Doch. Jetzt kommt der Hammer. Alles über Steiner. Also, Steiner ist bis über beide Ohren verschuldet. Eigentlich ist er pleite, kann man sagen. Das zieht sich schon seit 2 Jahren so hin. Und Roland Brückner? Auch interessant. Roland Brückner hat noch 60.000 Mark Schulden auf dem Haus. Und er tut sich sehr schwer damit. Und die Bank? Tja, die Bank zittert vor Steiners Pleite. Noch was. Steiner ist nicht der Einzige, der von Rolands Vorstrafen weiß. Die Leute von der Bank haben Erkundigungen eingezogen damals. Ja, und warum haben Sie ihm den Kredit denn trotzdem gegeben? Weil Steiner gesagt hat, Sie sollen ihm den Kredit geben. Ich habe übrigens Meyers Hoher auf Roland angesetzt. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Wo fahren Sie eigentlich hin? Ich will abkürzen und ich will durch dieses Gebiet fahren. Und dann will ich in die Fabrik von Steiner. Herr Köster, ich habe Sie was gefragt. Was? Ach so, ja. Nein, ich habe nichts dagegen. Ich habe euch nie belogen. Das wisst ihr. Wer mir das vorwerfen kann, der soll das jetzt und hier sagen. Ich habe euch auch nie im Unklaren darüber gelassen, dass es mit unserer Fabrik seit 2-3 Jahren nicht gerade zum Besten steht. Wir haben eben die Umstellung nicht so schnell geschafft, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat natürlich auch etwas mit Geld zu tun. Sie können ruhig zuhören, Herr Köster. Dann wissen Sie gleich, worum es geht.
Das ist der Köster von der Kriminalpolizei. Ihr wisst, was mit meinem Jungen passiert ist. Den Führer verlangt 1 Million Mark als Lösegeld. Er hat gedroht, wenn er das Geld bis heute Abend nicht hat, meinen Jungen umzubringen. Ihr könnt euch sicher denken, dass ich das Geld nicht zur Verfügung habe. Entschuldigen Sie, wo ist denn der Roland Brückner? Ich bin deswegen auf der Bank gewesen, um die Leute zu bitten, es mir zu geben. Ich habe gebettelt, ich habe die Leute angefleht. Die Bank ist nicht bereit, mir das Geld zu geben. Und jetzt will ich euch sagen, was das mit euch zu tun hat. Können Sie mir sagen, wo der Roland Brückner ist? Der Brückner? Der ist zum Arzt. Ich will meinen Jungen wiederhaben. Das bedeutet, ich muss unter allen Umständen versuchen, die Millionen zusammenzubringen. Das bedeutet für euch, ich kann eure Löhne nicht mehr zahlen. Ich muss euch also entlassen. Warten Sie die Anweisung ab. Richtig. Herr Köster, ich muss Sie mal sprechen. Ja. Roland ist verschwunden. Meier 2 hat ihn verloren. Er meint, dass er irgendwas gemerkt hat. Und Rolands Verlobte auch, die ist auch weg. Und wissen Sie, wer seit Montag nicht mehr gesehen worden ist? Rolands Bruder. Wie heißt er? Günther. Inzwischen wissen es alle hier im Ort, dass er weg ist. Der Günther. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Wo ist hier die Toilette? Da drüben. Nein, bitte. Bitte warten Sie. Sind Sie noch da? Ja, ja, natürlich. Hören Sie. Ich treibe das Geld auf. Bitte geben Sie mir etwas Zeit. Bis heute Abend, ja. Gut. Sehr gut. Heute Nacht, 23 Uhr. An der alten Schmiede. Und ohne Polizei, ne? Sonst. Hören Sie! Hören Sie mich! Sind Sie noch da? Sind Sie verrückt geworden?
Ja, Wegner. Herrn Köster, schnell. Herr Steiner, was soll das? Ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen zu reden. Herr Steiner! Haben Sie mich nicht verstanden? Ich will meinen Jungen wiederhaben, Herr Köster. Sie haben schon fahrlässig genug gehandelt. Glauben Sie, ich weiß Herr nicht, Steiner. Dass Sie das Moorgelände umstellt haben lassen? Herr Steiner, hören Sie doch. Ich will meinen Jungen wiederhaben, wenn dem was passiert, Herr Köster. Herr Steiner, lassen Sie uns doch miteinander reden. Ich muss lassen doch wissen, Sie mich in was Ruhe! Der Mann mit Ihnen geredet hat. Ich habe Ihnen gesagt, ich soll mich in Ruhe lassen. Entschuldigung. Macht ja nichts. Die Bank hat ihm das Geld gegeben. Keine Million, aber eine halbe. Kunststück nach seiner Rede an die Arbeiter. Was glaubst du, wie die auf der Bank unter Druck stehen? Das ist doch hier wie in einem kleinen Dorf. Stell dir mal vor, dem Kind passiert was. Und die Bank hat dem Steiner das Geld nicht gegeben. Und? Was und? Wie es weitergeht. Der übergibt doch heute Nacht das Geld. Wir könnten ihn beschatten. Willst du die Verantwortung dafür übernehmen? Was ist, wenn Steiner was merkt? Oder der Entführer merkt was? Oder die Entführer? Oder was weiß ich? Herr Köster, wir könnten doch... Ach, hör doch auf. Du weißt doch auch nichts. Überleg dir lieber, ob du später meine Arbeit machen willst. Überleg dir's. Jetzt hast du noch Zeit. Ach, mir hängt's zum Hals raus. Nein, das ist eine ausdrückliche Anweisung von Köster. Ich kann euch nur warnen, irgendwelche Alleingänge zu machen. Nix, du wartest da, bis Steiner zurück ist. Ende. Möchtest du jeden Tag 2 Stunden auf Arbeit fahren? Eine hin und eine zurück. Wenn wir das Schwein erwischen, braucht er keine Polizei mehr. Und kein Prozess. Wahrscheinlich kriegst du gar keine Arbeit mehr. Guten Abend. Ein Bier. Hat man schon was gehört?
In welchem Zimmer wohnt Herr Köster? Mit einem Totschläger reden wir nicht. Na los, hör zu. Das kannst du doch am besten tun, dein Bruder. Sag das nochmal. Kannst du nicht gucken? War das dein Bruder oder nicht? Und du? Wo warst du heute Nachmittag? Hast du das Kind getötet oder nicht? Ihr seid wahnsinnig. Ihr müsst wahnsinnig sein. Wahnsinnig. Na los, Totschläger. Zeig, was du kannst. Na los, zeig schon. Ich hab doch nicht. Soll ich dich rausbringen? Fragen Sie ihn mal nach seinem Bruder. Vielleicht fragen Sie ihn auch mal nach dem Kind. Wo warst denn du heute, Roland? Beim Arzt. Ich war wirklich beim Arzt. Roland, ich habe das Gefühl, seit ich hier bin, dass du mir nicht die Wahrheit sagst. Ich war nicht hier beim Arzt, ich war in der Stadt. Bei meinem alten Sportarzt. Sie können das nachprüfen. Und Franziska? Franziska war mit. Sie ist heute früh von der Arbeit weggelaufen. Die Leute, weil die Frauen lassen sich nicht mehr von ihr frisieren. Nicht alle. Hast du dich mal gefragt, warum? Roland! Sie verdächtigen mich auch. Warum? Warum tun Sie das? Ich verdanke Herrn Steiner hier alles. Alles. Ich würde mich umbringen lassen für ihn. Und deine Schulden? Das große Haus und die Schulden? Ich habe meinen Bruder gebeten, mir zu helfen. Ich habe gesagt, such dir Arbeit, wir brauchen das Geld. Immer wieder habe ich das gesagt. Wo ist denn dein Bruder? Warum hast du mir da nicht die Wahrheit gesagt? Er ist seit Montag verschwunden. Ich weiß. Mein Auto ist auch weg. Ich weiß, Roland. Deswegen wollte ich zu Ihnen kommen. Aber es ist nicht das erste Mal. Er hat das schon öfter gemacht. Roland, schau mich mal an. Schau mich an. Hat dein Bruder was mit der Entführung zu tun? Kannst du dir das vorstellen? Nein. Manchmal habe ich das schon gedacht. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann ihn nicht sagen. Überleg dir das Ganze nochmal, ja? Du weißt ja, wo ich bin.
Abend, Herr Steiner. Was wollen Sie? Herr Steiner, ich möchte... Ich habe dem Entführer 500.000 Mark übergeben. Er war damit einverstanden. Herr Steiner, ich muss doch wissen... Mehr habe ich Ihnen nicht zu sagen. Und der Junge? Morgen früh hat er gesagt. Herr Steiner, helfen Sie mir doch oder helfen Sie doch dem Jungen. Ich muss doch wissen, was Sie mit dem... Morgen früh hat er gesagt. Ich sage Ihnen kein Wort, bis der Junge wieder da ist. Frau Steiner, reden lassen Sie meine Frau Ihrem Mann. Bitte, Gerd. Herr Köster, es ist uns ganz gleichgültig, ob Sie den Täter fassen. Wir haben Angst. Angst. Bis Stefan wieder da ist. Ja, und was ist, wenn... Ja. Was wollen Sie sagen? Was ist, wenn der Junge tot ist? Wollten Sie das sagen? Das ist dann Ihre Schuld. Mein Mann hat recht. Kein Wort werden Sie von uns erfahren. Kein einziges Wort. Herr Köster, wenn dem Jungen etwas passiert, dann haben Sie ihn umgebracht. Jetzt verlassen Sie mein Haus. Herr Steiner, so geht das doch nicht. Sie haben die Windschutzscheibe kaputt gemacht. Bei deinem Auto. Roland. Sein Angelzeug ist weg. Franziska, er war's. Ich weiß jetzt, wo er ist. Er ist im Moor. Am Wasser. Geh zu Köster, Roland. Nein, ich werde gehen. Ich. Bitte, Roland. Ich werde den Jungen holen. Und das Geld. Geh zu Köster, Roland. Er soll das machen. Ich muss Steiner das Geld wiederbringen. Ich muss ihm seinen Jungen wiedergeben. Verstehst du das nicht? Ich! Niemand sonst! Thank you.
von Ihnen weiß 3. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen München YY4044, Farbe Beige, vermutlich VW Polo. Komm raus. Komm raus. Komm hierher. Wo ist Stefan? Tu mir nichts, Roland. Bitte! Nein! Der Junge ist schon weg. Hör mir zu, bitte, Roland. Was hast du gemacht? Roland, ich wollte dir Geld geben fürs Haus. Bitte. Was hast du gesagt? Das Geld, das war für dich auch. Für das Haus. Günther. Günther. Was ist? Günther. Ich bin's, dein Bruder. Günther, bitte komm wieder. Mach keinen Scheiß.
Roland! Roland! Hier spricht Köster. Roland! Hörst du mich? Roland! Hier spricht Köster. Ich suche dich. Komm irgendwo raus, wo ich dich sehen kann. Bitte hör auf mich, Roland! Wo bist du? Wo ist dein Bruder?